Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute präsentiere ich euch mal etwas sehr Historisches. Und zwar geht es um einen Fall aus dem vorherigen Jahrhundert. Und dieser Fall ist mittlerweile 99 Jahre alt und wird am 1. April 100 Jahre alt im nächsten Jahr. Ich denke mal, viele kennen den Fall, aber trotzdem dachte ich mir, zum Jahresabschluss präsentiere ich euch einfach mal etwas anderes und dies passt auch ja komplett ins Thema, würde ich sagen. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht nur oder vermehrt historische Fälle machen. Im nächsten Jahr geht es mit dem gewohnten, in Anführungsstrichen, Programm auf dem Kanal weiter. Aber fangen wir mal direkt mit dem Fall an. Und zwar geht es um den Fall Hinterkaifeck. Der damalige Einödhof Hinterkaifeck war der Tatort eines bislang nicht aufgeklärten Falles. Auf dem heute nicht mehr existierenden Anwesen, das 500 Meter südwestlich des Dorfes Gröbern im heutigen Gemeindegebiet von Waidhofen lag und etwa 6 Kilometer von Schrobenhausen entfernt war, wurden in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 alle 6 Bewohner getötet. Das Tatwerkzeug war eine sogenannte Rethaue. Das ist ein Hackwerkzeug, das zur Rodung kleinerer Bäumchen und Sträucher genutzt wurde. Alle Bewohner starben an massiven Kopfverletzungen. Bei den Personen handelte es sich um das Austragsbauern-Ehepaar Andreas, 64 Jahre, Cecilia, 72 Jahre, beide mit dem Nachnamen Gruber, deren verwitwete Tochter Victoria Gabriel, 35 Jahre, und deren Kinder Cecilia, 7 Jahre, Josef, 2 Jahre, sowie der Magd Maria Baumgartner, 45 Jahre. Zu diesem Fall gibt es übrigens auch mehrere Spiel- und Dokumentarfilme. Der Hof, auf dem sich das Ganze zugetragen hat, wurde um 1863 errichtet. Davor war das Areal offenes Land. Hinterkaifeck war amtlich nie ein eigener Ortsteil mit diesem Namen, sondern nur ein inoffizieller Hausname. Es gehörte nicht zu dem 1 Kilometer südlich an der Gemeindestraße nach Schrobenhausen gelegenen Kaifeck, sondern als Hausnummer 27,5 der damaligen Gemeinde Wangen im Dorf Gröbern an. Etwa ein Jahr nach den Taten wurde die gesamte Hofanlage abgerissen, nachdem sich aufgrund der Geschehnisse keine Nachnutzer finden ließen. Da später kein neues Anwesen an der Stelle errichtet wurde, ist der Hausname nur noch eine geschichtliche Bezeichnung. Das ehemalige Hofgelände von Hinterkaifeck ist heute eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Es sind auch keinerlei Spuren der ehemaligen Bebauung mehr erkennbar. Bereits einige Zeit vor der Tat häuften sich da merkwürdige Vorkommnisse in und um Hinterkaifeck. So wurde Mitte März 1922 in der Nähe von Hinterkaifeck ein Exemplar der Münchner Zeitung gefunden. Diese war in der Region aber nicht verbreitet. Der Bauer Andreas Gruber glaubte zunächst, der Postbote habe die Zeitung verloren. Was aber nicht der Fall gewesen sein könnte, denn niemand in der näheren Umgebung hatte diese Zeitung abonniert. Einige Tage vor der Tatnacht entdeckte Gruber zudem Spuren im Schnee, die zum Hof hinter Kaifeck hinführten, aber nicht wieder von ihm weg. Ebenso vermissten die Bewohner der Einöde einen Haustürschlüssel. Weiter hatte jemand an der Motorhütte des Hofes das Vorhängeschloss aufgebrochen und im Stall ein Rind losgebunden. Und zusätzlich bemerkten die Hinterkaifecker, dass das Anwesen vom Wald aus wiederholt von einem Mann mit Schnauzbart beobachtet wurde. In der Nacht hörten sie auf dem Dachboden über ihren Schlafräumen Schritte. Doch Andreas Gruber fand niemanden, als er das Gebäude selber durchsuchte. Obwohl er mehreren Menschen von diesen angeblichen Beobachtungen erzählte, weigerte er sich Hilfe von Außenstehenden
zum Beispiel von den Nachbarn oder von der Polizei, anzunehmen. Nach Aussage einer Schulfreundin der 7-jährigen Cécile Gabriel soll diese auch berichtet haben, dass ihre Mutter Victoria in der Nacht vor der Tat nach einem heftigen Streit vom Hof geflohen und erst Stunden später im Wald aufgefunden worden sein soll. 33 Jahre später behauptete die Schulfreundin dann aber, dass nicht Victoria Gabriel, sondern Cecilia Gruber geflohen sei. Kommen wir zu der Tatnacht vom 31. März auf den 1. April 1922. Am Nachmittag des 1. März 1922, einem Freitag, kam die neue Dienstmagd Maria Baumgartner auf dem Hof an. Deren Schwester, die sie dorthin begleitete und den Hof nach einem kurzen Aufenthalt wieder verließ, war mit hoher Wahrscheinlichkeit vor der Tat die letzte Person, die die Bewohner leben sah. Einige Stunden später passierte es dann. Das genaue Tatgeschehen konnte später nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden. Aufgrund der späteren Auffindesituation der Opfer gilt als gesichert, dass am späten Abend Victoria Gabriel, Cecilia und Andreas Gruber sowie die 7-jährige Cecilia Gabriel nacheinander, vermutlich in der genannten Reihenfolge, in unmittelbarer Nähe der Übergangstür vom Stall zur Scheune mit einer vor Ort vom Täter bzw. von den Tätern vorgefundene Rehtaue, die zum Hofbestand hörte, erschlagen wurden. Bis heute ist ungeklärt, warum und in welchem zeitlichen Abstand sich die ersten vier Opfer in diesen Teil des Anwesens begeben haben. Später durchgeführte Versuche ergaben, dass die Schreie aus der Scheune weder in der Mägdekammer noch im Wohn- oder Schlafzimmer zu hören waren. Durch eine Obduktion wurde später nachgewiesen, dass die 7-jährige Cecilia nach der Tat noch mindestens 2 Stunden gelebt haben muss. Von der Scheune aus drang der oder die Täter dann durch den Stall in den Wohnbereich ein, wo dann mit derselben Rehtaue vermutlich zuerst die Dienstmagd Maria Baumgartner in der Magdkammer und zuletzt der 2-jährige Josef in seinem Stubenwagen im Schlafzimmer seiner Mutter getötet wurde. Zwischen dem Tatzeitpunkt und der Entdeckung der Tat, 4 Tage später, müssen sich der oder die Täter noch im Haus aufgehalten haben oder zumindest einmal dorthin zurückgekehrt sein. Denn das Vieh war versorgt worden. Es wurde getränkt und es wurde gemolken. Außerdem entdeckte die Polizei später, dass der gesamte Brotvorrat aufgebraucht und Fleisch aus der Vorratskammer frisch angeschnitten wurde. Am 1. April kamen die Kaffeeverkäufer Hans und Eduard Schirowski in Hinterkaifeck an, um eine Bestellung aufzunehmen. Als niemand auf das Klopfen an der Tür und am Fenster reagierte, gingen sie um den Hof herum, fanden aber niemanden. Ihnen fiel lediglich auf, dass das Tor zum Maschinenhaus offen stand. Anschließend verließen sie dann den Hof. Am 1. sowie am 3. und 4. April fehlte Cecilia Gabriel, also die 7-Jährige, unentschuldigt in der Schule. Außerdem fiel auf, dass die Bewohner der Einöde am 2. April nicht zum Sonntagsgottesdienst kamen. Am Montag, dem 3. April, bemerkte dann der Postschaffner Josef Meyer, als er nach Hinterkaifeck kam, dass anscheinend niemand auf dem Hof war. Der Monteur Albert Hofner kam am 4. April nach Hinterkaifeck, um dort wie vereinbart den Motor der Futterschneidemaschine zu reparieren. Er gab an, niemanden angetroffen und außer dem Brüllen der Kühe und dem Bellen des Hundes nichts gehört zu haben. Nachdem er 1 Stunde lang gewartet hatte, fing er an, den Motor zu reparieren und war nach etwa 4,5 Stunden fertig. Als er anschließend noch einmal um den Hof herumging, um doch noch einen der Bewohner anzutreffen, bemerkte er, dass die Scheunentür offen stand.
Ob das Tor bereits bei seiner ersten Umschau oder erst bei der zweiten geöffnet war, konnte er nicht angeben. Hofner schaute zwar in die Scheune, ging aber nicht hinein. In Gröbern traf er dann die Töchter des Ortsführers Lorenz Schlittenbauer und berichtete ihnen, dass die Reparaturen im Hinterkaifeck erledigt seien. Hofner berichtete dann auch Georg Greger, dem Bürgermeister von Wangen, von der gespenstischen Lehre auf Hinterkaifeck. Schlittenbauer schickte daraufhin dann seine beiden Söhne Johann und Josef nach Hinterkaifeck, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie berichteten, niemanden gesehen zu haben, drang Schlittenbauer selber noch am gleichen Tag mit Michael Pöll und Jakob Siegel in das Gebäude ein, wo sie die größtenteils abgedeckten sterblichen Überreste entdecken. Die ersten Polizisten am Tatort waren Beamte der Gendarmeriestation Hohenwart, die am 4. April gegen 18 Uhr eintrafen. Deren Hauptaufgabe war es, die zahlreichen Schaulustigen, die sich bei nach Bekanntwerden der Taten in Hinterkaifeck einfanden, am Betreten des Tatorts zu hindern. Bei der Polizeidirektion München ging die Meldung etwa um 18.15 Uhr ein. Unter der Leitung von dem damaligen Kriminaloberinspektor Georg Reingruber machten sich dann 6 Beamte aus München, darunter 2 Polizeihundeführer, umgehend auf den Weg und kamen um 1.30 Uhr bei Bürgermeister Georg Greger in Wangen an. Da eine Tatortbegehung bei der nächtlichen Dunkelheit als zwecklos erachtet wurde, begaben sie sich erst um 5.30 Uhr morgens nach Hinterkaifeck und besichtigten zusammen mit der Gerichtskommission aus Schrobenhausen systematisch die dortigen Gebäude. Auf dem Dachboden, der durchgängig über das Wohnhaus, Stall und Scheune verlief, entdeckten die Polizisten, dass der Boden mit Heu bedeckt war, anscheinend um Schritte zu dämpfen. Außerdem waren einige Dachziegel so verschoben, dass man das gesamte Hofgelände überblicken konnte. Und in einem Heuhaufen stellte man 2 Mulden fest, die davon zeugen, dass sich hier Personen befunden haben mussten. Die ersten Vernehmungen fanden dann im Bauernhaus in der Küche statt. Als Motiv wurde zunächst eine Raubtat vermutet, später allerdings zunehmend angezweifelt, da man nicht genau ermitteln konnte, wie viel Geld entwendet wurde. Außerdem wurde viel Geld zurückgelassen, obwohl die Täter genug Zeit gehabt hätten, das Haus genau zu durchsuchen. Bei der Obduktion durch den Neuburger Landgerichtsarzt Johann Baptist Aumüller auf einem provisorischen Seziertisch im Hof des Bauernhofes wurde unter anderem festgestellt, dass sich Cecilia Gabriel in ihrem etwa 2-stündigen Kampf büschelweise die Kopfhaare ausgerissen hatte. Die Beamten der Mordkommission ermittelten in verschiedenste Richtungen und gingen selbst unwahrscheinlichen Spuren nach. Als erstes gerieten Vorbestrafte, Hamsterer und Hausierer, die aus der Gegend von Hinterkaifeck stammten oder sich dort herumtrieben, in den Fokus der Polizei. Bereits am 1. April wurden 100.000 D-Mark Belohnung für Hinweise zum Täter ausgesetzt. Viele Personen wurden darauf verdächtigt. Auch viele nicht stichhaltige Hinweise gingen bei der Mordkommission ein. Doch die Tat konnte niemandem nachgewiesen werden. Am 28. Februar 1930 ging dann der Oberinspektor Reingruber in Pension und im September desselben Jahres übernahm Martin Riedmeier den Fall. In die umfangreichen Ermittlungen wurden insgesamt etwa 100 Verdächtige einbezogen. Jedoch kam es in keinem einzigen Fall zu einer Anklage vor Gericht. So, jetzt gibt es mal eine etwas längere Liste von Personen, die von der Polizei und oder in der Bevölkerung als potenzielle Täter angesehen werden. Die wurden aber eben weder als Mörder überführt, noch konnten sie von der Täterschaft zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Da haben wir einmal den Karl Gabriel.
Der Tod des im Dezember 1914 während des Ersten Weltkriegs gefallenen Ehemannes, der Jungbäuerin Karl Gabriel, wurde in Zweifel gezogen. Dieser soll erfahren haben, dass Victoria Gabriel nach der gemeinsamen Tochter Cecilia ein unehtliches Kind hatte, und zwar den Josef. Und zwar womöglich mit ihrem eigenen Vater. Dies soll ihn dann so wütend gemacht haben, dass er die Tat begangen haben soll. Obwohl Soldaten aus seinem Regiment bezeugten, dass er gefallen ist, erhielt diese Theorie im Laufe der Jahre neue Nahrung. Nachdem immer wieder Personen berichteten, sie seien Gabriel begegnet, oder könnten bestätigen, dass dieser seine Identität mit der eines im Krieg gefallenen Kameraden vertauscht hatte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs behaupteten unabhängig voneinander Kriegsheimkehrer aus der Region um Schrobenhausen, die vorzeitig aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen wurden, dass sie von einem bayerisch sprechenden sowjetischen Offizier nach Hause geschickt worden sei, der angegeben habe, er sei der Täter von Hinterkaifeck. Einige dieser Aussagen wurden später von den Heimkehrern selbst dann revidiert. Ob es sich dabei dann um erfundene Geschichten oder wahrheitsgemäße Aussagen handelte, kann heute nicht mehr zweifelsfrei nachgewiesen werden. Selbst für den Fall, dass die Behauptungen zutreffend sind, muss es sich bei den Russen nicht zwingend um Karl Gabriel gehandelt haben, wenngleich einige der Zeugen, die ihm kurz vor oder nach den Taten angeblich begegnet waren, ausgesagt hatten, er wolle sich nach Russland absetzen. Der nächste Verdächtige, Lorenz Schlittenbauer. Lorenz Schlittenbauer war der Ortsvorsteher von Gröbern und galt damals wie heute als einer der Hauptverdächtigen. Er hatte kurz nach dem Ableben seiner ersten Frau ein Verhältnis mit Victoria Gabriel und galt ebenfalls als möglicher Vater des Sohnes Josef. Nach mehrmaligen Widerrufen erkannte er schließlich die Vaterschaft an, zahlte dann aber keinen Unterhalt. Er wurde auch von der Bevölkerung als Täter verdächtigt, weil er sich durch einige Handlungen und Andeutungen bezüglich der Taten verraten haben soll. Beispielsweise wurde beim Fund der Opfer ein Tor aufgebrochen, weil sämtliche Türen im Hof verschlossen waren. Nach Auffinden der Opfer verließen seine beiden Begleiter schockiert den Stall, während Schlittenbauer alleine in das Haus weiterging, in dem er sich gut auszukennen schien. Er schloss dann, für die anderen Zeugen deutlich hörbar, die Haustür von innen mit dem Schlüssel auf. Schlittenbauer gab später an, dieser habe in der Tür gesteckt. Eben jener einzige Schlüssel wurde jedoch von den Opfern kurz vor der Tat vermisst. Des Weiteren wohnte er nur 350 Meter entfernt und hätte problemlos nicht nur den Hof ausspionieren, sondern sich auch unentdeckt zwischen seinem Anwesen und dem Tatort bewegen können. Auch noch Jahre später wurde Schlittenbauer aufgrund merkwürdiger Äußerungen, so soll er sich am örtlichen Stammtisch bei Spekulationen über den Hergang, gelegentlich vom Täter in der Ich-Form gesprochen haben. Immer wieder mit der Tat hat er sich in Verbindung gebracht. Eingang in die Akten fand auch eine Begegnung des damaligen Dorflehrers mit Schlittenbauer an den Mauerresten des abgebrochenen Hofes hinter Kaifeck im Jahr 1925. Der junge Lehrer überraschte ihn über den noch vorhandenen Kellereingang gebeugt und war verwundert über seine ausgesprochene schreckhafte und verwirrte Reaktion, als er ihn ansprach. Schlittenbauer erzählte daraufhin von einem angeblichen Versuch des Täters, die Opfer am Ort ihres Auffindens zu vergraben, was aber aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich gewesen sei. Diese Information hatte vorher weder Schlittenbauer noch ein anderer Zeuge zu Protokoll gegeben. Vor seinem Tod im Jahr 1941 führte und gewann Schlittenbauer mehrere Zivilklagen wegen übler Nachrede gegen Personen, die ihn als Täter von Hinterkaifeck bezeichneten.
Der nächste Tatverdächtige, Josef Bertel. Der 1897 geborene, aus dem nahen Geisenfeld stammende, angeblich geisteskranke Bäcker Josef Bertel wurde schon bald nach der Tat als der Täter verdächtigt, da er 1921 aus der Kreisheil- und Pflegeanstalt Günzburg geflohen war. Ihm wurde, ob seines Geisteszustand sowie aufgrund seiner vermuteten Beteiligung an einer Tat im Jahr 1999 auch diese Tat zugetraut. Und ein Medium hatte ihn bei einer spiritistischen Sitzung anhand einer Fotografie als der Täter identifiziert. Zwar gaben immer wieder Zeugen an, Bertel begegnet zu sein, doch er konnte von der Polizei nicht mehr aufgegriffen werden. Also anscheinend ist der gute Mann dann komplett verschwunden und wohl nie wieder aufgetaucht. Dann gab es als die nächsten Tatverdächtigen die Gebrüder Gump. Bereits am 9. April 1922 ließ Kriminaloberinspektor Georg Reingruber die Fahndung nach Adolf Gump, Wilhelm Dressel, Wilhelm Musweiler alias Weiland und dem früheren Kriminalbeamten Friedrich N. alias Fischer ausschreiben. Alle vier sollen mit dem Freikorps Oberland in Oberschlesien einmarschiert sein und dort an dem Ableben von neuen Bauern mitgewirkt haben. Reingruber konnte nicht ausschließen, dass Adolf Gump auch an den Taten in Hinterkaifeck beteiligt war, weswegen er die entsprechende Gendarmeriestation anwies, bei einer möglichen Festnahme diesen nach seinem Alibi vom 30. und 31. März sowie vom 1. April 1922 zu befragen. 1951 ermittelte der damalige Staatsanwalt Andreas Bob gegen Adolfs Bruder Anton Gump wegen des Verdachts, dass die beiden Brüder die Taten auf Hinterkaifeck begangen hätten. Der Verdacht stürzte sich dann auf die Anschuldigung der Schwester der beiden, Christina Meyer. Sie behauptete auf dem Sterbebett gegenüber dem Priester Anton Hauber, dass ihre beiden Brüder Adolf und Anton die Taten verübt hätten. Anton Gump kam infolgedessen in Untersuchungshaft. Adolf war bereits 1944 verstorben. Nach kurzer Zeit wurde Anton allerdings wieder entlassen und 1954 wurde das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt, da ihm keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte. Dann gab es noch als Tatverdächtige die Brüder Karl und Andreas S. aus Sattelberg. Im Jahr 1971, also fast 50 Jahre nach der Tat, schrieb eine Frau namens Therese T. einen Brief, in dem sie sich auf ein Ereignis in ihrer Jugend berief. Im Alter von 12 Jahren wurde sie Zeugin, als ihre Mutter Besuch von der Mutter der Brüder Karl und Andreas S. erhielt. Diese behauptete, ihre Söhne seien die beiden Täter von Hinterkaifeck. Interessant war die Tatsache, dass die Mutter den Satz "Andreas reut es, dass er sein Taschenmesser verlor" im Laufe des Gesprächs sagte. Tatsächlich wurde beim Abriss des Hofes im Jahr 1923 ein Taschenmesser gefunden. Dieses konnte niemandem eindeutig zugeordnet werden und dessen Existenz war allgemein nicht bekannt. Allerdings hätte das Messer einem der Opfer gehören können. Auch diese Spur wurde dann ohne Ergebnis verfolgt. Kresens Rieger, die ehemalige Magd von Hinterkaifeck, war sich aber sicher, das Taschenmesser schon in ihrer Dienstzeit auf dem Hof gesehen zu haben. Dann war der nächste Tatverdächtige Peter Weber. Peter Weber wurde von Josef Betz als Verdächtiger genannt. Beide haben im Winter 1919-1920 als Hilfsarbeiter gearbeitet und teilten sich zusammen eine Kammer. Laut Betz sprach Weber in der Zeit von einem abgelegenen Hof, nämlich Hinterkaifeck. Ihm waren auch die Verhältnisse auf dem Hof bekannt.
So erzählte er, dass dort nur ein altes Ehepaar mit seiner Tochter und deren zwei Kindern wohnte. Außerdem wusste er wohl von der Beziehung zwischen Gruber und seiner Tochter. Bett sagte dann in einer Vernehmung aus, dass Weber vorgeschlagen hätte, sich auf den Hof zu begeben und dort das Gold zu holen. Als Betz nicht auf das Angebot einging, hörte Weber auf, darüber zu reden. Die nächsten Tatverdächtigen, Gebrüder Bichler und Georg Siegel. Die ehemalige Magd Kresens Rieger arbeitete von November 1920 bis ca. September 1921 auf Hinterkaifeck. Sie verdächtigte die Brüder Anton und Karl Bichler, die Tat begangen zu haben. Anton Bichler soll bei der Kartoffelernte auf Hinterkaifeck mitgeholfen haben und kannte deswegen die Räumlichkeiten. Anton Bichler soll auch öfter neben ihr schlecht über die Familie Gruber und Gabriel geredet haben. Von einer alten Dame bekam sie mit, dass Anton gesagt haben soll, dass man sich mal um die Kaifecker kümmern soll. Kümmern dann in Anführungsstrichen. Die Magd betonte in ihrer Vernehmung auch ausdrücklich, dass der Hofhund, der jeden anbellte, bei Anton nie bellte. Darüber hinaus berichtete sie von einer Begegnung mit einem Unbekannten, der nachts vor ihrem Fenster stand und nach einem Wortwechsel wieder ging. Die Magd glaubte, dass es Karl Bichler, der Bruder von Anton, war. Sie sagte auch aus, dass Anton und Karl Bichler die Tat zusammen mit Georg Siegel hätten begehen können. Georg Siegel arbeitete eine Zeit lang auf Hinterkaifeck und soll auch über das Vermögen der Kaifecker gewusst haben. Dabei soll Siegel Anfang November 1920, während das Ehepaar Gruber und Viktoria Gabriel auf dem Feld arbeiteten, einen Einbruch auf Hinterkaifeck begangen haben. Er soll durch ein offenes Fenster in das Haus geklettert sein und geräuchertes Fleisch, Eier, Brot und Kleidung gestohlen haben. Die Kaifecker hätten nur noch gesehen, wie Siegel in den Wald flüchtete. Trotz dieser Ereignisse wurde er im September 1921 für einige Tage wieder als Knecht eingestellt. Georg Siegel bestritt in seiner Vernehmung den Diebstahl und beschuldigte dann Josef Hartl aus Weidhofen der Tat. In einer späteren Vernehmung sagte er außerdem aus, dass er den Stiel der Reithaue selbst geschnitzt hätte, als er als Knecht auf Hinterkaifeck arbeitete. Die Reithaue hätte man damals immer in der Scheunendurchfahrt aufbewahrt. Dann waren die nächsten Tatverdächtigen die Gebrüder Thaler. Auch die Thaler-Brüder galten nach einer Aussage der ehemaligen Magd Kresens Rieger als verdächtig. Die Gebrüder Thaler hätten vor der Tat in der Umgebung schon mehrere kleine Einbrüche begangen. Zur Kartoffelerntezeit 1921 sollen sich mehrere ungewöhnliche Zwischenfälle ereignet haben. Josef Thaler soll nachts öfter zum Beispiel an ihrem Fenster gestanden haben. Als sie das Fenster einmal öffnete, soll Josef Thaler sie über die Gruber- und Gabriel-Familie ausgefragt haben, wobei sie aber keine Antworten auf seine Fragen gaben. Im Gespräch behauptete Josef Thaler zu wissen, welcher Kaifecker in welchem Zimmer schlief. Des Weiteren gab er an, dass die Kaifecker viel Geld hätten. Das Geld würden sie dann tagsüber an einem anderen Ort verstecken als nachts. Nach ca. 30 Minuten ging Josef Thaler. Dabei bemerkte die Magd, dass noch eine zweite unbekannte Person in der Nähe war. Nach ihrer Aussage sahen sich Josef Thaler und der Unbekannte das Maschinenhaus an und wandten ihre Blicke nach oben. Die Magd glaubte, dass der Unbekannte Andreas, der Bruder von Josef, sei. Zur gleichen Zeit soll sich auch die Tür der Magdkammer gegen Mitternacht immer wieder von alleine geöffnet haben. Aus Angst kündigte Kresens Rieger dann nach 4 Wochen.
Dann kommen wir zu der finanziellen Situation der Kaifecker. Die Familie Gabriel Gruber war angeblich wohlhabend. Ihr Vermögen, das seitens Lorenz Schlittenbauer auf 100.000 Mark geschätzt wurde, war sowohl in Pfandbriefen und Kriegsanleihen als auch in Schmuck, Gold und Silbermünzen angelegt. Außerdem verfügte sie über ein beträchtliches Barvermögen. Darüber hinaus besaß sie 50 Tagwerk, das waren ca. 17 Hektar, Land und einige Stücke Vieh, Rinder, Schweine und Hühner. Als die Tat geschah, war der Neubau des Stalls geplant. Die Familie lebte in dieser Einöde, also auf diesem Hof, sehr zurückgezogen und galten in der Dorfgemeinschaft Gröbern als geizig. Um Geld zu sparen, beschäftigten sie zum Teil illegal und oft nur für wenige Wochen unter anderem umherziehende Hilfsarbeiter. Zwischen dem Vater Andreas Huber und seiner Tochter Victoria bestand mindestens seit dem 16. Lebensjahr der Tochter eine Beziehung. Deshalb wurden beide 1915 verurteilt. Der Vater Andreas Gruber zu einem Jahr Zuchthaus und die Tochter zu einem Monat Gefängnis. Außerdem hielten sich immer wieder Gerüchte, dass der 1919 unehrliche geborene Josef nicht von Lorenz Schlittenbauer, sondern von Andreas Gruber gezeugt worden sei. Andreas Gruber soll auch versucht haben, eine Ehe zwischen den beiden Verwitweten, Victoria Gabriel und Lorenz Schlittenbauer, zu verhindern. Daraufhin leugnete Schlittenbauer dann die Vaterschaft und zeigte Andreas Gruber im September 1919 an. Da Andreas Gruber bereits vorbestraft war, wurde er in Untersuchungshaft genommen. Allerdings nahm Schlittenbauer dann kurz danach seine Anschuldigung zurück und erkannte die Vaterschaft doch an. Einige Zeit später lehnte er sie dann allerdings erneut wieder ab und bekräftigte seine vorherigen Vorwürfe. Auch aufgrund dieser widersprüchlichen Aussagen kam es schließlich zu keiner weiteren Verurteilung. Andreas Gruber war bereits zuvor wieder aus der Haft entlassen worden. Was passierte nun mit dem Erbe? Im Erbschein vom 7. Juni 1922 wurde das Vermögen zur einen Hälfte der Familie des Andreas Gruber und zur anderen Hälfte der aus erster Ehe stammenden Tochter von Cecilia Gruber, Cecilia Starringer, zugesprochen. Sämtliches Gold und Silbergold sollte wegen Steuerhinterziehung an den Fiskus abgetreten werden. Dies wurde später jedoch revidiert und die Erben konnten das Geld erhalten. Karl Gabriel Senior, Vater von Victoria Gabriels verstorbenem Ehemann und Großvater, der Cecilia Gabriel, klagte weiterhin mit der Begründung, die siebenjährige Cecilia als Universalerbin sei nachweislich nach ihrer Mutter ums Leben gekommen. Diese und alle weiteren Klagen Karl Gabriels wurden vom Gericht abgelehnt. Schlussendlich erwarb Josef Gabriel, das war der Sohn des oben genannten Karl Gabriel und Schwager der verstorbenen Victoria Gabriel, das Anwesen von der 13-köpfigen Erbengemeinschaft am 22. September 1922 für 3 Millionen Mark. Kommen wir jetzt noch einmal zu dem Werkzeug der Rethauer. Im Februar 1923 begann Karl Gabriel Senior mit einigen Helfern den Hof abzureißen. Beim Abriss wurde dann das blutverschmierte Tatwerkzeug gefunden. Diese Rethaue stammte aus dem Besitz von Andreas Gruber und war auf dem Dachboden unter den Dielenbrettern in der Nähe des Kamins versteckt worden. Es ließ sich zweifelsfrei nachweisen, dass eine überstehende Schraube, die offenbar bei einer unfachmännischen Reparatur angebracht worden war, Verletzungsspuren
den Opfern beigebracht hatte, die sich dann ganz klar nachweisen ließen, dass diese Rethauer das Werkzeug war. Brauchbare Fingerabdrücke konnten zwar nicht mehr festgestellt werden, wohl aber Anhaftung von menschlichen Haaren. So, wie ging es mit dem Fall weiter? Wie lange wurden noch Ermittlungen geführt? Also trotz wiederholter Festnahmen ist bis heute kein Täter gefunden. Die Akten wurden 1955 geschlossen, also nach über 30 Jahren. Trotzdem fanden noch 1986, also über 60 Jahre nach der Tat, noch letzte Vernehmungen statt. Und der Kriminalhauptkommissar Konrad Müller ermittelte in diesem Fall auch noch im Ruhestand weiter. Im Alter von 83 Jahren übergab er dann 2018 seine gesamten Akten zu dem Fall an das Bayerische Polizeimuseum in Ingolstadt. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, der Fall war jetzt auch ein bisschen interessant für euch, weil er ja eigentlich aus dem gesamten Konzept, was ich ansonsten auf dem Kanal hier mache, rausgefallen ist. Einmal fand ich den Fall sehr interessant, weil er halt eben sehr, sehr alt ist, also fast 100 Jahre alt ist. Er ist bis heute nicht geklärt. Viele haben mit Sicherheit schon mal was über den Fall gehört. Vielleicht auch eine Dokumentation dazu gesehen oder einen Film dazu. Also der ist heute auch immer noch irgendwo aktuell und präsent. Und besonders interessant finde ich einfach, dass von dem Tatzeitpunkt 1922 bis jetzt eigentlich in unsere Zeit rein, bis 2018, man dort niemals richtig Ruhe gegeben hat. Das finde ich sehr bemerkenswert. Das heißt, in dem Fall ist dann auch fast seit 100 Jahren ermittelt worden. Dieser Fall wird sich natürlich nicht mehr klären lassen. Aber es ist meiner Meinung nach einfach faszinierend, wie Leute sich auch in einen Fall hineinsteigern können. Und das meine ich durchaus positiv. Und diesen Fall einfach immer weiter verfolgen. 1955 wurde die letzte Akte geschlossen. Der Kriminalhauptkommissar hat noch privat weiter ermittelt. Und zwar 45, über 60 Jahre praktisch, nachdem die Akten schon geschlossen waren. Und 1986 fanden letzte Vernehmungen statt. Muss man sich auch mal angucken. Zu der Tatzeit in dem Jahr 1922. Ich glaube, da gab es noch gar kein Fernsehen. Und die letzten Vernehmungen fanden statt im Jahr 1986. Als Aktenzeichen des Y ein fester Bestandteil der Fernsehlandschaft war. Ich bin mal gespannt, wie euer Feedback jetzt zu diesem Video ist. Findet ihr sowas interessant oder ist das einfach zu alt, zu hergeholt für euch, dass ihr sagt, ja, war ja ganz nett, mal drüber zu hören, aber mehr brauchen wir bei solchen alten Fällen nicht, weil die sich ja sowieso nicht mehr klären lassen, wo ihr natürlich dann recht habt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, das interessiert mich einfach, ob ich zukünftig nochmal solchen Content machen soll oder ob wir dann lieber einfach sagen, ich mache lieber Fälle, die so im Zeitraum von Aktenzeichen des Y gemacht worden sind, so sagen wir mal von den 70ern bis heute. Das ist ja auch schon mal eine Spanne von 50 Jahren. Okay, das war's dann jetzt erstmal von mir zu dem Fall. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und in Kürze wird es wieder einen neuen Fall von mir geben, der dann aber ein bisschen mehr in unserer Zeit passiert ist. Bis dann erstmal. Tschüssi.